Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Rayman Legends. Ja, jetzt ist es ja wieder Rayman Legends. Ich weiß nicht, ob ich es letztes Mal auch gesagt habe schon, aber jetzt ist es ja wieder Rayman Legends. Wir machen einen weiteren Heimgesucht-Part mit Revanche. Die Revanche-Level sind ja wenigstens noch fair. Über den letzten Part möchte ich gar nicht erst sprechen. Ich finde es immer noch assi. Und falls mich irgendwer falsch verstanden hat, ich meine einfach. Nicht, dass irgendwie vielleicht die Zeitlimits alle schlimm sind. Ich finde es einfach, wenn man bei einem 5-schädlichen Revanche-Level noch 4 Sekunden Zeit hat, sollte man bei einem perfekten Run in anderen Leveln auch noch ein bisschen vorige Zeit haben. Ja. Okay, nice. Aber ich verstehe das, wie jetzt gibt es wieder so Battle-Arenen. Wie es ja die schon in der ersten Welt mal gab. Okay. Okay, warum habe ich den nicht getroffen? War ich zu. Über ihm. Okay. Ich meine, ja, ich weiß, ich war letztes Level ein bisschen aggressiv drauf. Aber ich finde es halt auch einfach nicht sehr nett. Ich fand es ziemlich doof. Ja. Ich hoffe, wir schaffen es. Oh, ich höre schon die Kleinlinge. Oh, nice. Muss ich nochmal alles von neu machen? Ja. Ich mag das Level super gern. Oh nice, warum wurde ich jetzt da getroffen? Wieder vom geilen Revanche, geil. Geil. Oh, ich habe auch vergessen, den Timer einzusetzen. Heute läuft ja auch mal wieder alles gut. Ja, lass mich das nach dem Versuch, lass mich das kurz machen. Ich will es mal so circa auf 5 Minuten tippen, die jetzt mittlerweile schon abgelaufen sind. Ja. Wir werden es dann sehen. Ey, warum konnte ich mich jetzt nicht bewegen? Also bitte. Das war jetzt nicht fair. Sowieso. Okay. Wusste nicht, wo ich mein Handy habe. Also. So. Vielleicht bringt mir der Timer Glück. Okay, naja. So. Ich glaube, wenn wir noch 11 Sekunden auf dem Timer stehen haben, wenn wir durchgehen, ist es relativ gut. Warum durfte ich da nicht runter? Ich habe die ganze Zeit versucht runterzugehen von diesem komischen Ring. Und warum wurde ich da jetzt getroffen?
Okay, 10 Sekunden sind ja noch besser. Auch wenn es ja eigentlich schon 11 Sekunden sind. Nice, ich hasse diesen beschissenen Revanche. Warum bin ich nicht rein? Okay, wenn das Level jetzt einfach spinnt, dann finde ich es einfach nicht mehr fair. Ich meine, Gott sei Dank ist das jetzt noch am Anfang passiert und nicht am Ende vom Level. Denn wenn es am Ende vom Level wäre, dann hättet ihr. Dann wäre es klar gewesen, dass ich ausraste. Okay. Das war ein perfekter Versuch. Okay, nice. Perfekter Versuch, einfach verkackt. Oh, ich will nicht cutten. Bitte. Okay, es war jetzt wieder ein schlechterer Versuch. Oh bitte, ich will nicht cutten. Besonders der erste Versuch war so gut. Oder halt der zweite. Ja schon, es war der zweite, glaube ich, aber... Dann war es halt der zweite. Der zweite war so gut. Und jetzt... Einfach alles nur schlecht. Ich meine, durch die Passagen komme ich mittlerweile gut durch. Oh, und warum ist diesmal Raymond so lang nicht gekommen? So, das war jetzt ein ziemlich schlechter Versuch. Das heißt, ich werde es höchstwahrscheinlich nicht mehr schaffen. Jo. Oh Gott. Ich möchte wenigstens noch einen retten. Oh, das war ein ziemlich schlechter Versuch. Aber ich muss mich nicht cutten. Ich werde es auch jetzt nicht cutten und das nochmal machen. Vergesst es. Diese Level sind einfach schlimm. Und ich muss sagen, das war jetzt auch nicht gerade ein geiles Level. Das ist wieder eins so, wo man perfekt machen muss. Ja, machen wir halt noch das Level Aufzugattacke. Gott, diese Level sind echt nicht gut für meine Nerven. Ich würde sagen, wir kümmern uns gar nicht erst um die. Und gehen gerade hoch. Ja, wir müssen die ja nicht unbedingt töten. Wir können auch die Pazifistenroute machen. Ja, den müssen wir schon töten. Aber das Level gefällt mir schon ein Ticken besser. Ja, nur bis auf den Fakt, dass wir nie irgendwie dadurch kommen. Oh Gott, und jetzt juckt noch mein Auge. Aber vergesst, ich werde es nicht noch anhalten. Okay, jetzt kann ich nicht. Okay. Also, neuer Versuch. Ich muss sagen, das Level ist wenigstens nicht so hektisch. Deswegen, es gefällt mir ein bisschen besser.
Okay. Ja. Okay, jetzt kommen noch diese suchenden Schwerter. Geil, die ich nicht zerstören kann. Und da oben wäre auch schon das Ziel gewesen. Ich muss sagen, dass jetzt noch die ganzen Schwerter gespammt wurden, wäre jetzt nicht ganz so nötig gewesen. Aber hey. Ist ja okay. Ha, und diesmal konnte ich ihn auch kontern. Und ja. Ja, ich muss da jetzt halt einfach ein bisschen versuchen durchzukommen. Oh, das ist aber auch ein guter Start. Vielleicht soll ich den mehr machen. Und eben, ich glaube, das ist wirklich halt. Das Beste ist halt wirklich. Okay, nicht wenn man in diese Lavasäule. Das ist jetzt mein Fehler gewesen, ja. Aber wenn man halt noch so anfängt, weil man halt so noch mal ein bisschen Speed bekommt. Aber man sollte wirklich nicht versuchen, die Gegner alle zu töten. Halt nur die, wo man braucht. Ich glaube, den können wir auch eigentlich dann lassen. Denn er ist halt echt nicht nötig zu töten. Da schon. Aber okay. Wow, das war knapp. Oh. Das war mal wieder ein faires Zeitlimit. Zwar durch diesen Speed-Bonus halt am Anfang habe ich noch mal ein bisschen was rausgeholt. Aber naja, es war schon okay, das Level. Anders als das andere. Und das war 4 Sterne, also 4 Schädel. Also soll es ja eigentlich genauso fair sein wie die anderen Level aus der anderen Welt. Aber nein, die anderen Level sind eher einfach nur scheiße. So, dann machen wir jetzt noch das Level. Ups. So. Mal gucken, was es da so zu tun gibt. Okay. Schon mal ziemlich geile Sachen. Okay. Okay, ich wusste nicht, dass ich da jetzt in den Wasserstrom hätte müssen, aber das war meine Schuld. Okay, da müssen wir auch gar nicht fliegen. Okay, aber ich verstehe auch nicht, was man sonst da machen sollte. Dann habt ihr es gesehen, aber ich mag das Level. Es ist. Wie es sieht wild aufgebaut aus, aber es ist nicht, es funktioniert auch zum größten Teil automatisch. Und das mag ich an dem Level. Ja. Okay, was ich da jetzt machen sollen. Keine Ahnung. Ich habe versucht, ihn zu dodgen. Ging nicht ganz. Aber naja. Okay. Aber ganz ehrlich, das Level ist nicht so frustrierend. Weil besonders diese Stelle ist immer so ein bisschen fast schon satisfying, dass er eigentlich alles schon wieder in Ordnung macht.
Okay, das kann ich aber jetzt neu starten. Besonders halt auch. Okay, naja. Aber besonders halt auch diese Stelle, dass man das sich eigentlich einfach so fallen kann lassen, ohne groß irgendwas zu machen, ist ziemlich cool. Okay, da habe ich jetzt ein bisschen Zeit verloren. Okay, warum ich da jetzt nicht richtig abspringen konnte, weiß ich nicht. Okay. Ja, ich weiß, viele würden sich freuen, wenn ich diese ganzen Sachen gecuttet mache, obwohl ich sie uncut mache. Aber ja, ich bin halt einfach zu faul. Und zweitens, ich brauche immer noch Content. Das war gerade ein ziemlich großer Zeitverlust. Was ich da genau machen soll, weiß ich nicht. Okay. Ja. Oh, da, diese Stelle, das ist ziemlich cool, finde ich. Okay, warum der mich jetzt noch treffen konnte, keine Ahnung. Aber, naja. Da, man kann es sogar wirklich fallen lassen. Und naja. Vielleicht muss ich sogar doch cutten. Mal sehen. Das Problem ist, ich meine, wir sind bisher immer nur zu dieser Stelle gekommen, wo der eine mal einfach so eine richtige Arschbombe macht. Okay, warum darf ich nicht auf den springen? Weiß nicht, aber wir sind bisher immer nur zu dieser Stelle gekommen, wo der eine so eine richtig fette Arschbombe macht. Das Problem ist, kommt noch was danach. Ich meine, bisher ist das Level geht ziemlich automatisch, das heißt aber ja nicht, dass es auch einem viel Zeit gibt. Das kann ja immer noch lang gehen. Und ich weiß halt echt nicht, was ich hier machen soll. Soll ich unter dem durchgehen? Ich glaube, das ist es sogar. Ja. Ich glaube, das mache ich die ganze Zeit falsch. Sorry, falls ihr euch die ganze Zeit gerade facepalmt, deswegen. Ja, aber ihr spielt auch nicht das Level, okay? Ihr wisst nicht, wie hektisch das ist, wenn man auf all das gucken muss und nicht einfach auf YouTube auf Stopp drücken kann. Und dann einfach stoppen kann. Puh, aber es war noch ein interessantes, nettes Level. Ja. Und es war halt wirklich noch die finale Sache. Ja, und da haben wir jetzt die Welt eigentlich auch fertig. Bis halt auf die Sache und die Sache. Die erwähnen wir jetzt halt einfach mal nicht. Okay. Und dann kommt auch schon die letzte heimgesuchte Welt. Danach kommen wir zur Fest der lebenden Leichen. Naja, ich muss auch immer noch all das nachholen. Dafür bitte mein dickes Like. Ja, ich hoffe einfach, dass ich nicht ausrast, während ich das alles noch mache. Und ja, ich hoffe auf jeden Fall, auch wenn der Part
uncut war, dass er euch gefallen hat. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder, wo der immer noch ein Heimgesucht-Part ist. Ja, meine Nerven.